I'm finally in Africa. I have so much to learn from this massive continent. I can't wait to explore it with Dani and Fabi. We set off north from the Cape of Good Hope. Everything is packed. We are all enthusiastic about cycling, and our different skills complement each other well. We can share knowledge and experience, support each other's independence with safety in numbers. I want to get out there. I want to explore Africa's culture, nature, and all it has to offer. I really want to take it all in. The first stage flies by and our tires keep up with our pace. Discovering is brilliant, we take in all we can. Die kannst du essen. Ich glaube jedenfalls, dass du die essen kannst. Schmeckt so ein bisschen wie Kiwi, ne? Kaktusfrucht. Autumn is coming to an end. We've been on the road for 3 months now, and it's getting colder. Protect your coldness. Catch you in South Africa? Yeah, and the police catch you. By the police. Our journey takes an unexpected turn. Dani and Fabi tell me that they're going home. Our time together is ending. What should I do now? Can I do this alone? I haven't traveled alone, because I didn't want to. Do I have the strength? Do I have the courage? Do I know where I want to go? It's our last morning together, and I'm faced with a decision to return home or to attempt the challenge of staying and finding my own way. It hurts to see them leave. I ride a bit and see how I feel. I'll see how it affects me to be alone. It can't be over. I just feel like there's still so much waiting for me. I've decided to travel to the world's oldest desert, the Namib. To reach it, I have to cross the Kalahari, the most sparsely populated area in Africa. Ich war jetzt gerade das erste Mal einkaufen für ein paar Tage. Viel Konserven, 2 Kilo Reis
3 Kilo Gemüse, ganz viel Süßigkeiten, viel Spiritus, 10 Liter Wasser, die kann ich zum Glück nochmal nachfüllen irgendwann. Jacke, Zelt und so weiter. Ich bin gerade wiegen lassen, 71 Kilo. Schwerer wird's nicht mehr. Hier kann man echt nichts mehr erwarten außer Flachland. Kein Mensch. Und ja, Einsamkeit irgendwie auch. Für mich auf jeden Fall. Deswegen rede ich ein bisschen mit der Kamera. Denn so ganz ohne Begleiter möchte ich nicht weiterreisen. Das soll jetzt hier für 1000 Kilometer so weitergehen. Allein bei der Vorstellung wird mir schon langweilig. Aber irgendwie ist es auch cool. Mann, bin ich K.O. Was ein Tag. Und dann ist immer der Moment, da muss man sich dann noch zu überreden, jetzt zu kochen. Zu kochen, das Zelt aufzubauen. Aber man rafft sich dann doch auf und siehe da, mit einer Wüste steht das Zelt. Richtig cooles Gefühl. Ich habe meine eigenen Sachen hier zusammen. I sit for hours and listen in the evenings. The sounds of my surroundings blend in with my thoughts. The wind is my invisible opponent. I can't grasp it and it slows me down. 555 Kilometer mittlerweile in der Wüste Kalahari. Der Wind kann sich hier so gut ausbreiten, weil die Straße einfach frei ist. Hier steht kein Baum, nichts, der mich mal schützt. Und so kommt der Wind nicht in Böen, sondern konstant ziemlich flott dahergedüst. Ich bin jetzt 4 Tage Richtung Norden gefahren, straight Norden. Und der Wind kam genau geradeaus in mein Gesicht. So, jetzt denke ich hier, ich fahre eine Kurve, fahre also nach Westen. Und genau heute, woher kommt der Wind? Da bist du doch bescheuert von. In the midst of this seclusion, I meet Sabu. Mekane? In Kank, Kank. Yeah, no, Emma, brother, I was telling you for these guys when they make adventures. I've been there. I have actually tasted actual life with my own flesh. You believe in one certain way of life. You don't get the whole picture of how people live. We're all different, brother. The Kalahari unveils itself and its endlessness. Xabu's words stay in my head for a long time. There's nothing here. No influence, no disruptions, nothing that wants anything from me. And it's precisely this nothingness that calms me. The vastness accepts me as I am. It's been a month since we went our separate ways. I am tired and lonely. Where do I even want to go? I just want to be with someone who really knows me. I asked my dad to visit and spend time with me in Namibia. My dad and me were always outside together. I fell in love with nature through him. He set the example and showed me how to act and think freely.
He trusted my intuition. It's amazing to explore this new environment and the questions I have with him. Being far away from home makes it easier for us to reveal things about ourselves. Wir sind auf dem Orange River unterwegs, sind gerade gestartet und begeben uns jetzt in ein langes Abenteuer. My dad's life was full of twists and turns. He wasn't always as strong as I know him to be today. Hearing how he mastered change gave me the confidence that I will find my way too. The time spent with my dad renewed my strength. He's returned home, and I know for sure that I want to plunge even deeper into Africa. At home, we live in big steps: education, career, family, retirement. But I want to take small steps to wake up in the morning and not know where I will end up. Total gut. Hat schöne Gedanken und macht einfach Laune. Ich kann mir gerade vorstellen, die ganze Welt zu fahren. When I'm on my bike, I can really feel my environment. I feel the wind, the sun. I can smell and taste life. I am not in a box with windows. I am right in the middle of it all. After months on the road, I become friends with myself and my thoughts. I no longer feel lonely. I am simply alone. Hier ist Elefantenschiss und davon haben wir hier alles voll. Hoffentlich steht das Zelt morgen noch. Da war was. Es gibt nichts Schöneres, als so einfach Fahrrad zu fahren. Alle begrüßen einen nett. Das macht einen sehr, sehr glücklich. Dafür fahre ich Fahrrad. Genau für dieses Gefühl, Freiheit. Howdy, call that here. That thing. Mm-hmm. Kartoffel. Kartoffel. Take another one. Here. Yeah, sure. Chips for free. It's very nice. Macht einen so happy. Glücklich morgens aufstehen mit netten Menschen am Zelt.
I got a new bike here. He's doing good. I go this way. You go this way. Okay. Bye. Bye. Have a good day. You okay? I've now been traveling for 5 months and I want to carry on through Zimbabwe, past the Victoria Falls to Zambia. Das ist ein Genuss und ein Etappenziel, was ich hier erreicht habe, worüber ich sehr froh bin. Und jetzt geht es weiter, um meinen Schlafplatz zu finden. Living in the moment without a thought of tomorrow is so fulfilling. I trust myself more and more as Africa welcomes me. Koval tells me about a rite of passage ritual in his village. The boys dance themselves into a trance before disappearing into the bush for 2 months to prove their marriageability. When they return, they're considered adults and are eligible to choose a partner. Wirklich berauscht gerade von der Reise, von der Vielfalt, einfach der Gesichtsausdrücke, die ich heute bekomme. Die Landschaft ist recht eintönig, Flachland, wüstig, so wie es halt hier aussieht, aber die Menschen, wie die mich die ganze Zeit grüßen, das ist mehr als ein Lächeln, was die einem schenken. Das hat mich gerade so glücklich gemacht. It's stunningly beautiful here. It's awakened my curiosity and I want to carry on. Where to? I don't know yet, but I think the way will show itself. Drei Sachen, die nerven.
Das sind erstens die Fliegen, die nerven richtig, die setzen sich die ganze Zeit aufs Gesicht. Dann die Autos, die hier so viel Staub aufwedeln. Und dann der Boden. Wenn wir so im Boden Fahrrad fahren. Das macht echt gerade keinen Spaß. Es sind locker 42 Grad. Die haben ja auch kein Wasser mehr. Ich komme hier ständig an Wassertrucks vorbei, weil die Region viel zu ausgetrocknet ist. Die haben hier echt zu kämpfen gerade. Und seit 100 Kilometern fahre ich nun auf dieser Straße. Ja, super staubig, wenn die LKWs vorbeikommen. Und es ist anstrengend, weil das Ganze die ganze Zeit nur wackelt. Man sieht das halt plopp, 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 plopp. Ist wie so ein Waschbrett. Ja. Aber es ist schön hier. Das muss man dem Ganzen zugute halten. Und es gibt einem ein wunderbares Freiheitsgefühl. Das ist immer wieder erstaunlich, wenn man so einen anstrengenden Tag wie heute hat, dann kommt man trotzdem abends ans Ziel an, wo man ja gar nicht weiß, wo man landet. In dem Fall hier mitten im wilden Afrika in der Graslandschaft. Und schaut dann zurück auf den Tag und denkt, wow, was du heute gemacht hast, geleistet hast, gesehen und gelebt hast. Dafür lohnt sich der ganze Aufwand immer. Und irgendwie macht das Ganze zufrieden und auch süchtig. Aber man ist so K.O. Ich konnte gerade kaum noch hierher laufen vom Fahrrad. Die 10 Meter. During the time January to February, there is the hunger time. Then we come here and sell this. If no one to buy, can take you even a week. No food. If you want to get to know our country, go to its market. I have the chance to buy fresh food every 2 weeks before I'm back onto oats and potatoes in the dry savanna. Ich habe ein Problem, und zwar konnte ich jetzt schon 3 Tage nicht mehr auf Toilette gehen. Liegt wahrscheinlich an einer einseitigen Ernährung und daran, dass ich bestimmt 25 Stunden in der Zeit auf dem Sattel saß. Daher habe ich jetzt Verstopfung. Salzwasser hat nichts gebracht, Wildtrinken auch nicht. Ich habe aber eben diesen kleinen Schlauch gekriegt. Ja, die Schläuche werden wahrscheinlich dafür benutzt, um Autotanks mit Benzin zu füllen. Aber heute füllen wir damit Anselm ab. Das Wasser ist ungefähr blutwarm, also kein Problem. Und dann mache ich mir einen Einlauf. Ich werde die Flasche hochhalten, nachdem ich sie eingeführt habe, beziehungsweise den Schlauch 20-30 cm einfetten. So, der Schlauch ist ziemlich drin. Oh. Nicht gerade angenehm. Das ist dann wieder die Straßenmedizin. Auf die. Oh mein Gott. Die harte Art. Dann versuche ich jetzt mal auf Toilette zu gehen. So, nach getaner Arbeit kann ich nur sagen, das Ergebnis ist absolut erleichternd. Ist ohne Chemikalien. Kann man fast überall machen, wenn man diesen Schlauch hat. Mir geht's wieder gut. Where do we go?
Straight. To? To Malawi. Yes, sir. In diesem Auto sitzen. Full of people. Gebrook. Cheers, eh? Ralph comes from Lake Constance and he often works here with solar energy projects. We met and I spontaneously asked him to join me in Malawi. We are riding down to Lake Malawi. It's nice to travel with someone again, to make decisions together, to be able to really talk. We play a round of Mancala with a fisherman. Yeah, like that. Surprisingly, we beat them and they let us take one of their boats to spend the night on Tumi Island. Auf dem Einstamm unterwegs auf dem Lake Malawi und das ist super wellig. Ah, mir ist schon voll schlecht. Das Ding ist überhaupt nicht vertrauenswürdig. Oh, eine Festplatte. The time with Ralph was short but sweet. His road leads him back south. To escape the heat, I set out for the highlands of Malawi. The farmers here grow more tobacco than in any other country in Africa's fertile soil. Tobacco. You guys must be thirsty. Thanks. You're welcome. Drink more. All right. Okay.
hier. Dann kann das Fahrrad schon mal verschwinden. Die Straße, wo ich gerade war. Aber das geht hier hoch und runter. Wahnsinn. I'm at the edge of the Nika Plateau. Today is Christmas. I'm looking out onto Lake Malawi, and my thoughts are on home. I've learned to accept and move with nature's rhythm. I've met someone new. Peter is an English teacher in Tanzania who's exploring the country during his school holidays. Schmeckt super. I'm curious to get to know Tanzania's animal life and convince him to join me. Hier leben Löwen, Hyänen, Büffel und Hippos. Und die sind besonders aggressiv, wenn man ihnen Land begegnet. Die greifen auch oft Menschen an und sind das gefährlichste Säugetier Afrikas. Ja. Das ist gerade so faszinierend, wie viele Tiere wir in den letzten 10 Minuten gesehen haben. Das ist wirklich aufregend hier. Ich hoffe, alles geht gut. Hier ist der Hippo. Da ist der Hippo? Fuck. Fuck. Oh, that was so dangerous. Wahnsinniger Tag, was wir heute gesehen haben. Sprengt alle Erwartungen, damit hatten wir gar nicht gerechnet. So schön der Park auch war, wir müssen hier schleunigst raus, weil der Regen kommt. Und diese scheiß Fliegen, die nerven sowas von. Die beißen einen sofort, die setzen sich auf das T-Shirt, wo auch immer rauf, beißen zu. Fuck. Alles matschig, alles dreckig. Und zu einem Überfluss ist auch noch eine Speiche gerissen, was ein Problem ist auf jeden Fall. Heute haben wir auf 1900 Metern hier geschlafen. Und es ist super kalt. Um Gewicht zu sparen, habe ich ja schon längst keinen Schlafsack mehr, nur noch ein dünnes Seidentuch. Und deswegen war heute Nacht
Ah, überhaupt nicht angenehm. Hier oben in dem Hochland von Tansania. Heute ist der 31.12.2014. Das Jahr ist vorbei. Ganz schön viel erlebt. Wunderschönes Jahr, wunderbares Jahr. Finding clean drinking water is difficult in Tanzania. We speak a little Swahili, which helps us find water. I've decided not to buy bottled water in Africa. This way I have to connect to people, and through them I learn about their way of life. On the streets of Africa, there's a solution for every problem. This time, we fix my tire. Time after time, I get great support. Wow. People here like to eat Rolex, rolled eggs. This time, I make mine without egg and build my own chapati. Und zu guter Letzt eine Prise Salz, ein paar Kräuter und dann wird das Ganze eingerollt und dann gegessen. Mm. We hear that the small country of Burundi reopened its borders. They were rioting for a long time, but now it seems like it's safe again. Über die ganz kleine Grenze geht's jetzt rüber. Das sind hier gerade 14% Steigung, die wir hoch müssen. The equator is approaching, and with every kilometer, Africa is getting greener. The fruit varieties also increase. Neue Frucht probiert. Sieht aus wie ein Gehirn, aber schmeckt wahnsinnig gut. Peter's school holidays are over and he has to go back to work. I realize how fortunate I am to be independent and able to simply travel on. Nirgendwo sind die Straßen wohl so voll wie in Burundi. The contrast on the streets of Africa is enormous. In Namibia, there are only 2 people per square kilometer. Here, there are 450. I am never alone here. I'm in constant contact with people. I meet children everywhere, whose creativity is limitless. This reminds me of my own childhood, when I used to build toys in the garden. Good cars.
Und jetzt geht's hier den Berg hoch nach Wanda. The locals call it Land of a Thousand Hills. Das ist mal so die steilste TA-Straße, die ich je gesehen habe. Tea is grown on the slopes of the hills. The people of Rwanda pick more tea than in any other country in Africa. The deeper I enter into the heart of Africa, the more unusual it is for the people when they see me. It's touching how friendly they are. Guck mal, eine Welt. Kugel fällt hier immer runter. Und die kommt hier voll schön wieder drauf. In this day, good night. So, the man did you? The gun is here. Out of the body. Where did you go? Man kann ihn nur schwach erkennen, den Mahabuha-Vulkan. Dafür sieht man viel von den Kindern, die sich immer um mich gesellen, wenn ich anhalte. I'm crossing over to Uganda. At this point, I feel so connected to the continent that I want to travel on. I just don't know where to yet. A traveler tells me that I can get a visa for Ethiopia, but it's only available if I go to Berlin. I want to seize this opportunity. Ich habe mein Passport jetzt einem Franzosen gegeben, der in die nächste Stadt fährt. Da habe ich vorhin einen Deutschen getroffen, der fliegt morgen nach Hause. Und der kann mir dann ein Äthiopien-Visa beantragen, weil das kann man ja nur in Deutschland. Das heißt, jetzt bin ich ohne Passport unterwegs für 2-3 Wochen. Natürlich auch ein bisschen riskant, hoffentlich kommt er an. Und ja, jetzt geht die Reise weiter. Auf der anderen Seite sind nochmal 2 Feuer.
Über 200 Tagen im Jahr regnet es hier. Man sieht hier ganz deutlich die Grenze vom Farbenland zum Regenwald. Ja, der Weg ist der absolute Killer. Hier ist so eine hohe Luftfeuchte von bestimmt 95% die ganze Zeit, 14% Steigung. Und wegen der Höhe von jetzt 2500 Metern ist die Luft natürlich auch dünn. Ich schaffe keine 300 Meter und muss wieder anhalten für 5 Minuten. Boah, ist das krass. Da sieht man die Straße im Urwald verschwinden. Jetzt geht's runter. Das ist sehr gut, auch wenn man hier nicht schnell fahren kann. Hammer! Geiles Gefühl. All den Bergen sind die Bremsbeläge ziemlich runter. Daher müssen die jetzt gewechselt werden. Viele Tiere. Hier gibt es so viel zu entdecken. Ich bin eben links vom Park reingelaufen und habe die Fotos geschossen in einer Gazelle mit dem Weißkopfseeadler und plötzlich standen drei Park-Officers hinter mir. Ich meine, hier mitten ist nichts. Das muss ich mal vorstellen, mit einer Kalaschnikow, alle drei auf mich gerichtet. Dann sagten, ich bin unter Arrest, weil ich keine Permit habe, die man hier auch überhaupt gar nicht kaufen kann. Na, irgendwann habe ich mich dann ergeben quasi, habe mich die ganze Zeit entschuldigt, habe denen die Situation auf der Straße hier erklärt. Alter, der hat rumgemault, ja. Dann hat er meine Uhr gesehen und fand die toll. Na, jetzt habe ich meine Uhr nicht mehr, darf dafür aber weiterfahren. Na, selber schuld. Ich habe jetzt im nächsten Dorf die günstigste Unterkunft bekommen überhaupt für 4.000 Schilling. Das sind 1,05 €. Mir geht es mir noch nicht sehr gut. Das Erlebnis war echt krass gerade. Die Jungs sagen hier gerade, ich habe Glück gehabt. Also eigentlich nehmen die einen mit und man zahlt bis zu 400 Dollar Strafe. Kopfhörer aufgesetzt, Sonnenbrille und alles. Man ist hier so dreckig, so schnell. Jetzt geht es rein nach Kampala, der Hauptstadt Ugandas. Mein Gott, wo fahre ich hier nur rein? So voll hier. Die Straße heute war so bescheuert, dass ich jetzt mir eine Unterkunft genommen habe. Man fühlt sich gleich viel besser und fit.
Letzte Woche habe ich meinen Reisepass dem Franzosen mitgegeben, woraufhin er dann zurück in die Stadt ist zu dem Gerald. Der hat ihn mit nach Stuttgart genommen. Von dort ist er dann nach Berlin mit DHL, ganz knapp zu meiner Freundin Mathilde. Mathilde ist damit zur Botschaft gelaufen, hat ein Visum für Äthiopien beantragt, hat ihn dann zu einem Freund geschickt nach München. Und jetzt warte ich hier auf den Reisepass in Kampala. Take care, guys! Thank you! Das ist unglaublich gerade. Ich kann es nicht fassen. Also, mal gucken. Da! Äthiopien-Visa aus Berlin. Motoka uji za YouTube, atwezi pika uji bila magic. Kusota buda, sina ganji, so niko kwa. Hey, nime kwa easy street, na stay so fly, easy street. Busy car, busy B, kwa vati judishi mekosa kwa kapa T-Bat. Hey, mavazi, waresh kutembea bila mapanti. Keja zidyo, twezi afford mabati. Bombo club, wana T. Sina dead lakini bado marasta, wana T. Kila kitu iko kawa, mbambazi. Street credit, bambazi. PAZ, parental advisory. Hatunaga wazazi. Tega matungu, mwuride. Tulina rinzi vetpaiga. Uganda has grown on me and touched me deeply, but it's time to move on. I've only 3 weeks left to reach Ethiopia before my visa expires. To get there, I have to cross the African Rift Valley, the driest part of East Africa. Sobald man mal eine Pause machen will, legt man sich in so eine Daune rein. Die Landschaft ist spektakulär, aber die Straße ist spektakulär schlecht. As soon as the sun disappears behind the horizon, mosquitoes swarm. It's high time I disappear into my tent. I meet the semi-nomads of the Karamojong. Even today they wander, traveling through the dry land, following wild animal herds. They're preparing their hunt and will disappear for several days into the bush.
weiß nicht, aber heute war wahrscheinlich wieder so ein Tag. Gehört zu den faszinierendsten dieser Reise, weil der Umschwung so schnell ging. Überhaupt kein Wasser mehr. Ich muss dringend ein kleines Dorf finden. Mit einer Pumpe oder so. Da vorne sehe ich Rauch. Deswegen hoffe ich, dass ich Wasser finde. Weil da müssen ja auch Menschen leben. Auf meiner Karte sind hier überall Dörfer eingetragen. Aber davon kann ich keins sehen. Die sind wegen der Dürre wohl alle weitergezogen. Es sind 39 Grad Schatten. Leider ist hier kein einziger Mensch. Einzig und allein der Buschbrand hier. Aber kein Wasser. Sind Menschen. Afrika verändert sich gerade so schnell, ich komme überhaupt nicht mehr hinterher. Was sich hier alles in den letzten 40, 50 Kilometern geändert hat, komplett eingetaucht. Yeah. Then you connect Kenya, connect to Ethiopia. Jetzt fahre ich gerade Richtung Kenia und habe gerade auch herausgefunden, dass es da super heiß wird, weil es jetzt hier von 1400 Metern runter auf 700 geht. Mir geht es so beschränkt heute Morgen, richtig scheiße eigentlich. Und alle haben gesagt, ich sollte hier kein Fahrrad fahren. Die Steine hier sind so spitz, dass ich hier Luft raus. Ich bin jetzt mittlerweile 2 Stunden in Kenia und habe über 4 Stunden schon keinen Mensch mehr gesehen. Ich gehe mal schwer davon aus, dass die nicht funktioniert. Nee. Ehrlich sein, ich nehme nicht mehr so viel wahr. Ich bin wirklich ein bisschen neben der Spur, aber ich versuche mich hier auf die Abfahrt zu konzentrieren. Boah, ich bin so kaputt, ey. Das gibt's gar nicht. Glaube ich, Temperatur. Mein Magen grollt, meine Glieder sind so schwach. Ich konnte mich jetzt bei der Polizeistation ein bisschen ausruhen. Eine Stunde hier auf der Matte.
wird leider gerade gar nicht besser. Ich habe gesagt, ich fahre heute nicht mehr weiter. Man kann hier irgendwo im Polizeigebäude schlafen. Ein Tag später geht es mir immer noch nicht so gut. Ich habe immer noch Fieber und Schüttelfrost. Und weil das so große Anzeichen auf Malaria sind, fahren wir jetzt mit dem einzigen Auto, was hier in 24 Stunden vorbeikam. Nimmt mich das jetzt mit ins nächste Dorf, um mich dann zu checken. Das war auch nicht gesund bei der Fahrt. Es ist mitten in der Nacht. Der Truck, der mich mitgenommen hat, ist stehen geblieben, komplett Schaden. Den haben wir nicht mehr anbekommen nach ganz vielen Versuchen. Jetzt muss ich hier nachts mit hohem Fieber weiterfahren. Ich habe gerade richtig Schiss, dass es was Ernstes ist. Das würde erstmal das Ende der Reise bedeuten. Dennoch sind die Leute hier sehr nett und helfen mir gerade, aber... Jetzt kann man putten. Malaria. That's so good. Okay. Die ganze Nacht mega schlimme Schweißausbrüche. Das war Wahnsinn. Der ganze Körper war komplett nass. Und jetzt spielt mein Bauch verrückt und. Direkt nach Malaria hatte ich jetzt mich wieder infiziert und zwar mit Salmonellen, genau gesagt Typhus. Und muss daher jetzt bestimmt eine Woche nochmal ausfallen. Vielleicht sogar zwei. Das ist mein erstes Antibiotikum in meinem Leben. Ja, mir geht's natürlich scheiße damit, weil meine Pläne damit über den Haufen geworfen sind. Aber das ist so mit Plänen, die werden ständig geändert vom Leben. Ja, wahrscheinlich mache ich jetzt einen kleinen Fehler, aber ich liege jetzt hier schon seit 4 Tagen rum, habe keinen Bock mehr. Die Antibiotika, die nehme ich weiter, aber ich fahre jetzt trotzdem nach Äthiopien, die einsame Strecke in die Wüste. I constantly think about turning around, but I need to carry on. I have to reach Ethiopia before my visa runs out. Schon ulkig. Durch die Cipro-Antibiotikum-Tabletten habe ich die matschigsten Beine überhaupt und fahre durch den tiefsten Wüstensand. They can shoot you. You cannot run away from them. You just have to lie low. If you see somebody, yeah. Go down. You just lay low. Ja, das ist ziemlich komisch gerade. Viele Leute haben jetzt gesagt, sie sollten hier nicht reinfahren. Ich weiß auch fast gar nichts über die Area. Ich habe nicht viel gelesen. Und natürlich mache ich mir jetzt schon meine Gedanken. Weil den Grenzposten hier keiner benutzt, ist auch mittlerweile die Straße vom Wind verweht. Deswegen muss ich jetzt nach Kompass fahren und hoffen, dass ich auf der richtigen Spur bleibe. I'm in no man's land. Between South Sudan, Ethiopia and Kenya. 50 kilometers of nothingness stretches around me. Man merkt mal ein, hier ist nichts, aber die beiden Jungs unter dem Baum haben beide eine Waffe. Station von Äthiopien. Total ausgestorben, hier ist kein einziger Beamter, nix. Tja, niemand, der mein Visum sehen will.
Ah, die Bedingungen hier in der Wüste sind schon krass. Jetzt kam wirklich nichts ein Regen. The Omo Valley is the birthplace of mankind. The first traces of human life were discovered here. This region is still diversely inhabited with different kinds of cultures and ethnic groups. This is where my roots lie. Our worlds are so different, and these people are so curious. It feels like time has stood still here. Their life is so simple, and I'm so overwhelmed by it, even though I'm certainly traveling simply. Was heute passiert ist, in diesen letzten 10 Stunden, ich habe mein Fahrrad 2 Stunden durch die Wüste geschoben. Ich bin durch die Grenze von Südsudan, Äthiopien und Kenia gefahren. Und gestern lag ich den ganzen Tag krank im Bett und ich habe heute Morgen entschieden, ich habe keinen Bock mehr drauf. Und der Körper macht mit. Ich bin echt fasziniert, überrascht und gerade sehr, sehr dankbar. To be able to overcome myself, to stay open to the unknown and expose myself to the absurdity of life. This is what my life has become. Spaß, geht hoch und runter, die Sonne scheint. Hey. Und ja, ich komme gar nicht mehr raus aus dem Lächeln quasi. Every experience I've had here, every touch, every encounter has made me stronger. Der Ort ist so schön hier, dass ich mich jetzt entschieden habe, hier auch gleich zu pennen. I've come closer to the people, closer to myself than I've ever been before. I've built a bridge to myself, to my environment, to nature and to peace, and that excites me. This journey is healing, and I want to continue. I want to cross a whole continent from bottom to top. Meine Reise. Jetzt geht's runter zum Blauen Nil, 2000 Höhenmeter abwärts in den Canyon und darauf freue ich mich. On the way down, I cross 3 climate zones before I reach the Blue Nile.
It will keep me company for the next few months, all the way to the north of Africa. So eine krasse Abfahrt, es ist so heiß. Und zwar geht es jetzt hier vom äthiopischen Hochland runter in die Sahara-Wüste. Und das ist ein neues Kapitel für mich, denn in Afrika war bis jetzt die letzten Monate immer alles recht hügelig und über den 1000 Metern. Und jetzt geht es runter nach Sudan und dort wird kein Berg mehr warten. Da ist Flachland, da herrscht Gegenwind, Hitze. Salam. Ich bin wieder gesund, alle Krankheiten überwunden, Typhus, Malaria, gute Laune. Zum Abschied haut das Land nochmal alles raus. Ich hab mega Gegenwind. Und das blitzt und gewittert hier so doll. Hier liegen so viele tote Tiere und das stinkt. Heute war so ein grausam anstrengender Tag, nur geradeaus. 125 Kilometer und so viele LKWs, die mich knapp gestriffen haben. Gerade die Busse fahren mega schnell. Du musst die ganze Zeit ins Spiel gucken, damit du die Kontrolle behältst und weißt, was los ist. Thank you.
So eine Verarschung! Fährt auf glatter Strecke 8 km/h! Komme ich niemals an. Die Männer schürfen hier mitten in der Wüste nach Gold. Übrigens, ich hatte jetzt in den letzten 5 oder 6 Platten. Davor hatte ich auf 3 Monaten gar keinen. During my studies as a geophysicist, I learned everything about the North Passat winds of the Sahara. Experiencing them firsthand, beating my body, is something completely different. 2 months of constant headwind lie before me. Einödende Landschaft, langweilig, und jetzt muss ich mal gucken, wie ich die nächsten 150 Kilometer plane, weil auf meiner Karte gibt es da kein Wasser. I've now traveled through 14 African countries and I haven't bought a single liter of water. It wasn't always easy, but it gave me the feeling of being right in the heart of things, of tasting life's purity. Verstärkung das Ganze hält. Mit Nadel und Faden. Der Faden ist das stabilste, den man finden kann. Aufgepumpt und er hält bis jetzt. Später komme ich endlich in Khartoum an, der Hauptstadt mitten in der Wüste. Ich habe keinen Bock mehr auf Fahrradfahren, ich sage das. Selten hatte ich so eine Scheißlaune wie in den letzten 5 Tagen. Zur Feier des Tages hat mir der Freund hier richtig guten Fisch gekocht, den er selber gestern gefangen hat. Arabian markets are chaotic and colorful. 2 boys help me to find a bicycle shop. Und hoffentlich passt der. Am nächsten Stand wollen wir jetzt meinen Ständer reparieren. Auf glatter Strecke. Ich wollte schon viel weiter sein. Und dann der Wind die ganze Zeit hier. Ist hart. Ist echt scheiße hart.
My invisible enemy waits for me every morning, and it's stronger than ever, and the rushing in my ears is wearing me down. Sau heiß und der scheiß Wind hört nicht auf. Er ist so krass jetzt, ich fahre hier fast vom Fahrrad. Afrika unterwegs auf dem Fahrrad. Und außerdem ist morgen mein Geburtstag, also werde ich morgen 26 und werde dann immer ganz nachdenklich, wenn wieder ein Jahr rum ist. Nicht nur ein Jahr in Afrika, sondern auch ein Jahr in meinem Leben. For the last year I had no profound relationships with others, only myself. Nobody criticized me, nobody judged me or tried to change me. I've learned to listen to my gut, to my needs, and I know now that being alone is beautiful. Da vorne steht ein Funkmast. Jetzt kann ich versuchen, meine Familie anzurufen. Aber es geht keiner ran. I have the feeling that I'm floating on a lunar landscape and everything is passing me so quickly. I'm in my own dream. Suddenly my family contacts me and brings me back to Earth. The voices from home trigger an unusual feeling, and for a moment I feel comforted. I'm surrounded by the steep pyramids of Meru, the kingdom of Kush,
was founded more than 2,400 years ago. Here in the middle of the desert are over 900 pyramids, palaces and graves. Today this man-made place is deserted. I'm the only one in these remnants of bygone civilization. Egypt can only be reached by water. The massive Nile is dammed here and forms the large Aswan Reservoir. Salat, Rice, Chess, Beans. بعد صلاح مرايا اللي جيب لي عدوى خليك هون. هو مسجلنا إيش؟ أيوة مع صلاة الأكل عشان نروح هناك نسجل سفريات. Das hier die Hauptstraße. Die Hauptverbindungsstraße nach Kairo. Das ist genial hier. In Ägypten gibt es überall an der Straße so Aufladestationen für Wasser. Und es ist sogar gekühlt. I reach the Valley of the Kings, near the city of Luxor. Das hier ist die Stadt, beziehungsweise das, was davon übergeblieben ist, wo die ganzen Arbeiter, die an den Tempeln gearbeitet haben, gelebt haben. Fast 1000 Meter geht es jetzt wieder runter. Sonst bin ich
Suez angekommen, am Suezkanal. Für mich ist es wahrscheinlich die letzte afrikanische Stadt. Hier stehen sogar Panzer in der Stadt. Ich hatte gehofft, über den Suezkanal mit einer Fähre zu fahren, aber hier entlang des Kanals ist eine Riesenmauer. Überall Soldaten und Maschinengewehre. Kurz nachdem ich das Video gemacht habe, kam eine Masse von 25, 30 Soldaten angelaufen, alle bewaffnet. Der erste hat mich sofort vom Fahrrad getreten. Ich bin direkt runtergeflogen auf die Straße. Haben sich abgeführt, wie im Film. Hand hinter den Rücken, drei Männer hinten, drei Männer vorne. I was held for 2 days in solitary confinement and examined again and again. Where they asked questions about my travel route and why I took so many photos. They thought I was a spy. On the second day, I got my mobile back without a SIM card. I used my old flight ticket to Cape Town to forge a new one to Germany. They believed me when I said I would leave the country. I got my bike back and some of my belongings and was put on a bus to the airport. On the other side of the canal, I asked the bus driver to stop and let me out. I don't want to give the experience at the Suez Canal the power to determine my journey. My way through Africa was marked by love and freedom. I was welcomed warmly and openly, and I'm eternally grateful. You are welcome here. She's I've absorbed the rhythm of the continent. The smiles of the people, their big eyes, the intense colors, unknown sounds and inspiring smells. My heart has grown fond of all this, and with this energy I want to travel on. I've arrived at myself. I'd like to travel on and discover the big world from my small world. I want to feel more of life's inconsistency. But I'm done filming because I don't need my camera anymore.